Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Ultimate Trials. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part ganz crazy Dinge bekommen. Also der Schmied ist jetzt nämlich wieder da. Und wir konnten schon ein paar geile Upgrades kaufen. Nämlich einmal den Stingshot. Der ist jetzt einfach doppelt so lang. Da gibt es auch glaube ich noch ein Upgrade für das Ding, dass der stärker ist. Und dann haben wir noch den Magic Boomerang gekauft. Damit können wir Rubine von den Gegnern stehlen. Und dann haben wir noch die Chrono-Clock bekommen. Damit können wir einfach die Zeit anhalten für den Verbrauch von Magie. Auch mega nice. Also ein paar richtig krasse, geile Items. Unsere Tauschquest haben wir auch weiter vorangetrieben und haben den Soldatensperr bekommen. Und ich bin der Meinung, den müssen wir vielleicht dem Typen geben in der Erwachsenenprüfung, der da so rumsitzt. Und das werden wir dann auf jeden Fall im heutigen Part nochmal ausprobieren, denke ich. Ich will nur mal kurz ein paar Sachen abchecken. Aktuell haben wir übrigens auch den im Rat des Todes den schweren Freitreffer. Das bedeutet automatisch, wir sind im schweren Modus drin. Schwierigkeitsgrad ist auf schwer gestellt. Komme ich hier überhaupt hoch? Ja. Und wir müssen beim ersten Gegner, den wir treffen, der darf uns eine mit auf den Weg geben, ne? Einen Punch quasi. So, ich habe jetzt zwei Sachen, die ich gerne mal kurz gucken möchte. Bevor wir weitermachen. War draußen, ne? Einerseits haben wir hier so eine Kiste. Und die hat mich schon am Anfang des Spiels angelacht. Da kam aber damals noch nicht ran. Vielleicht kann ich mich mit dem längeren Hookshot da jetzt hinziehen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das könnte nämlich was werden. Yo. Okay. Was ist da drin? Auch wieder nur Geld, leider. Schade. 50 Rubine? Hm. Frage ist, wie komme ich jetzt wieder rüber? Kann ich mich da ranziehen? Da kann ich mich nicht ranziehen. Ja, ich werde wohl hier für immer sterben. Für immer sterben wollen. An dem Baum vielleicht. Das geht. Okay. Cool. Was eigentlich, wenn ich weiter zurückgehe? Passiert da irgendwas? Ich will mal kurz testen. Einfach mal so just for fun. Oh. Man kann sogar in die verlorenen Wälder gehen. Aber... ich glaube, wir kommen immer wieder an derselben Stelle raus. Kann das sein? Möglich. Vielleicht komme ich auch gar nicht mehr wieder zurück. Ups, was habe ich jetzt gemacht? War das schlau? Habe ich jetzt Scheiße gemacht? Ich fühle mich verloren. Okay, ich bin wieder da. Alles klar. Ich dachte jetzt schon. Haben wir hier oben noch irgendwas? Nö, ne? Alles klar. Gut, wir haben mal ein paar Sachen abgecheckt. Wir haben ein paar Rubine bekommen. Ja, gut. Hätte ich vielleicht vorhin ein bisschen mehr gebraucht. Aber naja. Wir haben ein paar schöne Sachen bekommen. Das ist ja schon mal viel wert. Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz in die Katakomben gehen. Denn da gab es so eine kaputte Zugbrücke, falls ihr euch erinnert. Oder so eine kaputte Brücke. Eine Zugbrücke war es ja nicht. Die hing da so auf der anderen Seite runter. Und ich war der Meinung, vielleicht können wir uns mit dem längeren Hookshot da jetzt so ranziehen und können da hochklettern. Vielleicht. Mal gucken. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, dafür müssen wir aber... war es hier oder war es da drüben? Warte mal. Ich bin gerade verwirrt. War das hier? Ne, hier war es nicht. Okay, okay, okay. Alles klar. Es war auf der anderen Seite. Gut, dann nochmal an, bitte. War mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Dann war es hier unten links jetzt gleich aber, ne? Und ich wollte auch nochmal in den Raum gehen und wollte mir die eine Tafel durchlesen. Aber ich glaube, das machen wir später. So. Da oben ist auch irgendwas ganz komisches. Ich weiß aber nicht, was das ist. Wir gucken mal, ob wir da rüberkommen. So nicht? So vielleicht? Ich komme immer noch nicht rüber.
Man kann aber da runterklettern. Sorry. Immer noch erkältet. Passiert da irgendwas, wenn ich hier runtergehe? Ich teste einfach mal ein bisschen. Oh, guck mal. Hier ist tatsächlich etwas. Oh, dann kann man da drüben sich vielleicht doch noch hinziehen. Okay, das ist auf jeden Fall neu für uns. Hier gibt es eine Schatzkiste. Immerhin. 50 Rubine. Hey, da können wir uns ja fast wieder was kaufen. Super. Da fehlen noch 11 Rubine, dann könnten wir uns was kaufen. Aber da komme ich trotzdem nicht hin, ne? Ja, aber ich denke, vielleicht gibt es noch eine längere Version vom Hookshot. Vielleicht kann man da später hin. Okay, schade. Aber zumindest haben wir ein bisschen Geld bekommen. Wir könnten uns vielleicht noch einen Herzcontainer kaufen. Das könnte funktionieren. Maybe. Wir gehen jetzt eh wieder in die schwere Prüfung rein. Also in die Erwachsenenprüfung. Denn ich will auf jeden Fall den Sperr abgeben. War jetzt auch nur mal, um zu gucken, ob das funktioniert. Aber wir kommen immer noch nicht rüber. Irgendwie funktioniert das aber bestimmt. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür. Da kann man auch was machen. Dementsprechend, das werden wir auf jeden Fall alsbald tun. Sobald wir größere Reichweite haben. Oder vielleicht gibt es ja auch noch, keine Ahnung, Feuerpfeile oder so. Keine Ahnung. I don't know. Vielleicht müssen wir da irgendwas entzünden, weil da oben links und rechts sind ja auch so ganz komische Sachen. I don't know. Ich mache gerade einfach nur ein paar Vermutungen. Okay. Wir gehen jetzt erstmal wieder in die Prüfung rein, Leute. Wir müssen noch nichts drehen und sonstiges, weil wir haben den schweren Freitreffer drauf. Ich habe schon auf schwierig gestellt. Richtig? Jo, Difficult ist an. Und ich würde sagen, wir starten rein in den nächsten Try. Beziehungsweise ist das jetzt gar nicht so... Aber soll ich mir noch einen Herzcontainer mitnehmen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich nehme mir noch einen Herzcontainer mit. Sollte es möglich sein. Jo, ganz knapp. Kann ich es mir leisten? Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich weiß gar nicht, womit ich mich arrangieren will jetzt in der Runde. Das. Ich darf ja wieder mein Schwert benutzen. Das ist schon mal sehr viel wert. Und ich glaube, ich nehme mal die Chrono-Clock. Ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumprobieren. Wir werden das auf jeden Fall auf der Stufe jetzt sowieso nicht beenden. Da bin ich mir relativ sicher. Weil einfach... ja, ihr wisst schon, ne? So. Weil halt einfach schwer. Wir kriegen 6-fachen Schaden? 4-fachen? 4-fachen, glaube ich. Ja. Und ich darf erstmal schön einen Treffer einstecken. Deswegen glaube ich nicht, dass wir es schaffen werden. So, aber... Ich kann erstmal Geld stehlen, ne? Hä? Wie hat denn der das überlebt? Das war strange. Aber gut, die bringen gut Kohle. So, ich will mal ausprobieren bei dem. Ja, ich meine 3 Rubine. Frage ist, kann ich auch mal mehr Rubine bekommen? Geht da auch mal ein Zwacken oder ein Fuffi? Also ein Fünfer, nicht ein Fuffi. Ja, guck. Ich glaube, das ist ganz geil. Warte, ich mache es den. Geht aber auch nur einmal. Ja, aber es ist ja okay. Ich meine, warum soll man das nicht mitnehmen, ne? Warum soll man das nicht mitnehmen? So. Boah, ich glaube, gerade für die Zombies ist das sehr geil, oder? Oder auch hier. Guck mal, ich mache einfach mal den. Dann gehe ich hinter den. Ah, ich kann nicht angreifen. Hä, warum soll ich die Zeit anhalten? Was?
Das ergibt sich mir gerade nicht, wenn ich da gar nichts tun kann. Das ist einfach nur für Positionierung im Endeffekt, oder? Ich denke ja. So, bei dem haben wir jetzt gar kein Geld bekommen. Wie traurig. Okay, weiter geht's. So, das ist ein super ekliger Gegner. Shit. Okay, warte. Bogen? Nee. Hammer, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Ich weiß jetzt gerade nicht. Oder war das gerade nur Zufall, dass ich nicht treffen konnte? Ich werde das, glaube ich, mal gleich ausprobieren. Bei einem anderen Gegner noch. Babam, babam, babam. Und ich glaube, den Clown-Shot hier, den würde ich gerne aufbessern. Weil das ist so eine krasse Allround-Waffe, verbraucht keine Sachen und so. Ich glaube, den würde ich gerne aufbessern. Ich glaube, das wäre ganz worth. 20 Rubine. Okay, weiter geht es. So, jetzt kommt er hier, ne? Ich will mal ausprobieren. Ne, das geht nicht. Aber ich kann wahrscheinlich so machen. Okay. Wirbelattacke Spam, ne? Wir haben es gelernt. Beste Methode gegen den. Hallo. So, das war er. Geld. Ja, also die Uhr ist bis jetzt für mich irgendwie nicht ganz so geil. Für Positionierung, ja. Da könnte ich mich hinter so einem Zombie stellen oder so. Aber ansonsten sehe ich da gerade noch keinen großen Gewinn für mich, sage ich mal. Noch keinen großen. So, jetzt kommt Feuer. Bibu. So, immer schön mit dem Boomerang. Das bringt Kohle. Sau nice. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das ist ganz geil mit dem Boomerang. So kriegen wir bestimmt so 30% mehr Rubine aus dem Run. Toll. So. Ach so. Ich habe noch gar keinen Freitreffer, ne? Komm, ich mach mal. Zack. Ich weiß gar nicht, was war der erste Gegner? Der erste Gegner? Boah, Alter. Fettrubine. Den Freitreffer habe ich auf jeden Fall vergessen, ja. Das stimmt. Das tut mir leid, aber den habe ich ja jetzt nachgeholt. Ich glaube, der erste Gegner war eine Skulti, kann das sein? So. 134 Rubine haben wir schon. Und wir haben, weiß ich, eben 6 oder 7? 7 ist das, glaube ich, gewesen. 8. Ja, gut, bei denen ist das jetzt nicht so krass. Ich glaube, gegen Fledermäuse ist das tatsächlich am besten. Weil man sie halt auch gleich umbringt. So. Ja, auch 5 Rubine. Vielleicht hat das auch so eine Luck-Chance einfach, der im Hintergrund berechnet wird, so prozentuale Chance, wie viel Rubine man bekommt. Möglich. So, da soll das jetzt nichts nützen. Denke ich zumindest. Wir können es ja mal ausprobieren. Ah doch, man kriegt Geld. Ba-ba-ba-ba-ba. So, zack. Ah, den Boss mag ich halt auch gar nicht, ne? Das ist so
Keine Ahnung, der ist nicht schwer, der dauert einfach nur lange. Hä? Hä? Was ist das denn? Das hatte ich auch noch nie. Was hat's mit das Feuer dahinterher? Hä? Hä? Sowas kann der? Warum kann der sowas? Das hatte ich noch nie. Hat das was mit dem schweren Modus zu tun? Oder habe ich zu lange gebraucht? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht war das der Grund. Ich habe ihn zu spät getroffen. Vielleicht hat er seinen Angriff irgendwie gestartet. Und das hat er... Alter, die Spukattacke, ne? Das hat er irgendwie noch nie geschafft bei mir. Hey, halt doch nicht so viel aus. Junge, warum hält er so viel aus? Das ist doch total scheiße, oder? Aber der lässt sich jedes Mal wieder in einer neuen Runde Rubine fallen. Nicht schlecht. 152? Gut, ich sag mal, ich will jetzt eigentlich nur auf diese Ebene hier kommen, wo wir jetzt sind. Jetzt haben wir auch einen Goron, ey. Jetzt brauche ich keinen. Das ist bestimmt nicht der Run, den ich zum Durchspielen nehme. Auf dem schweren Modus. Aber. Genau, ich sehe übelst stark aus und er kann irgendwie Maps machen. Und er steckt hier aber fest und er braucht eine Waffe. So, er hat auch einen Kompass, ne, hat er gesagt. Guck mal, was ich hier für dich hab. Jo, ist für ihn. Was, eine Waffe? Damit kann ich mein Training starten und irgendwann kann ich der Wachen beitreten. Ich danke dir so sehr. Du kannst eine meiner Karten haben. Okay, du hast eine spezielle Karte bekommen. Gezeichnet von dem Besten. Oh. Es sieht aus wie ein kryptisches Layout von den verlorenen Wäldern. Oh, ich kann durch die verlorenen Wälder gehen. Would you mind giving a few pointers to get started? Nö. Kriegst du nicht. Okay, cool. Aber gibt es jetzt irgendjemanden, mit dem ich das geben muss? Oder kann ich jetzt einfach in die verlorenen Wälder gehen und kann da mal mein Glück versuchen? Finde ich da vielleicht irgendwas? Ha. Huh. So, was hast denn du? Green Potion. Ich brauche keine Green Potion. Oder? Kann die Hexe mir das aufwerten? Und dann ist es eine blaue Potion oder so? Ist halt die Frage. Aber lohnt es sich jetzt da 30 Rubine rein? Ich mach einfach mal. So. Ich mach einfach mal. Mal gucken. So, weiter geht's. Ich überlege gerade, ob ich mich umbringe. Ne, obwohl, ich will noch ein bisschen Geld farmen. 200 Rubine hätte ich gern noch. Wenn wir 200 Rubine haben, dann gehe ich raus. Und dann kommt wahrscheinlich sowas wie, gib kein Geld aus oder so. Oh, ich hasse Eis. So, aber da kann man echt gut Geld farmen. Bei den Fledermäusen ist das richtig gut. Sonst habe ich hier wieder irgendeine Fledermaus, die keinen Bock auf mich hat. Zack. Nice. So, next round. Wir haben wieder Fledermäuse. War nur eine? Ich glaube schon. Dafür zwei von denen. Okay, ich glaube, wir sind langsam wieder drin im Game. Vor allem, wir sind viel besser als vorhin im leichten Modus, ne? Als vor zwei Parts. Also viel besser. Weil wir einfach wieder drin sind im Game. Ich war halt ein bisschen raus. Dadurch, dass ich im Urlaub war, glaube ich, bin ich ein bisschen aus der Übung gewesen. Aber jetzt ist schon besser. Ich hatte auch was ein bisschen damit zu tun, dass ich mich ein bisschen krank gefühlt habe. Ich fühle mich immer noch ein bisschen krank. Aber ist auch egal. So.
Das ist kein Problem. Jetzt kommt Wasserlevel, ne? Ah, scheiße, jetzt habe ich die 5 Rubine nicht mitgenommen, ne? Das war jetzt, glaube ich, für den Arsch. Sorry. Oh Gott, sind die nah. Achso, hier kann ich jetzt halt keinen Boomerang gerade benutzen. Das ist so cool, ey. So, aber wieder hoch. Ich merke halt immer noch, dass ich so voll den Rotz habe. Das hört man, glaube ich, ab und zu mal. So. Ey. Dein Ernst? So, zack. Zack. Tschüssi. Weiß nicht, ob da der Boomerang hilft. Gegen die schon? Aua. Zack. So, zack. Und Sprungattacke hinterher. Sehr schön. Ja, 200 Rubine hätte ich gerne, weil ich glaube, wenn wir halt den Shot verbessern, das wird uns sehr viel bringen. So, jetzt kommt hier wieder so ein Typi. Nee, kommt er nicht. So, das ist auf jeden Fall gut gegen die mit dem Boomerang. Weil die muss ich ja sowieso mit dem Boomerang angreifen. Deswegen ist das eigentlich ganz geil. Ja, ich glaube, der Boomerang war eine gute Investition. Mit dem werden wir gut was verdienen. Weil den nehme ich ja sowieso immer mal. So. Und wenn der jedes Mal, wenn ich den benutze, 2-3 Rubine droppt oder manchmal auch 5, dann ist das, glaube ich, schon was wert, oder? Was meint ihr? Ich denke schon. Zack. So, jetzt kommt er hier. Bei ihm wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Dachte ich mir schon. Aber wir spammen einfach unsere Wirbelattacke wieder. Und ich hoffe, er greift an. Macht er irgendwie immer nicht. Die sehen so cool aus, ne? Hallo. Meine Güte. So, da sind wir doch schon im... Jetzt sind wir wieder im Krypta-Modus, ne? Jetzt kommen wir sowieso erstmal wieder auf so eine Ebene. Oh, einen Sora hat man auch noch nicht. Was macht denn der? Ich bin gespannt. Aber wenig Rubine. Macht mich ein bisschen traurig. So, do you want to able to carry... Boah, 75 Rubine. Und Degonisse brauche ich jetzt gerade nicht. Sorry, nee, aber... Danke fürs Angebot. Oh, normaler Schwertstreich reicht bei denen. Gut zu wissen. Okay. Warum habe ich eigentlich die Karte ausgerüstet? Die bringt mir ja hier gefühlt eigentlich gar nichts. Ich weiß gar nicht, was würde ich denn hier ausrüsten noch? Ich glaube, die Uhr rüste ich mal aus. Ich glaube, gegen die ist die Uhr ganz nice. Könnte ich mir vorstellen. So. Wir haben 210 Rubine. Ich guck mal, wie weit ich komme. Aber ich denke, so weit werde ich nicht mehr kommen. Ich werde jetzt auch nicht super vorsichtig spielen, was das angeht. Das hätte ich vorhin machen müssen. So. Aber ich kann mal ein bisschen ausprobieren. Wenn ich jetzt hier so meine Zeit mal anhalte, ne? Und mich mal so hinter die schleiche irgendwie. Ist das eine gute Idee? Hä? Ich mache keinen One-Hit mit dem? Okay, das ist mir neu. Das ist der Hammer ja wesentlich stärker. Hä? One-hitte ich die nicht sonst? Hm. Okay.
Aua. Was ist eigentlich, wenn ich den hier mache? Okay. Auch eigentlich kein schlechter Move. 230 Rubine. Ja, ich nutze das einfach mal ein bisschen zum Rumprobieren jetzt hier. Oh, das war sehr schlecht. Das war gerade super schlecht. Naja, ich hoffe einfach, dass ich ein bisschen Geld abstauben kann. Dann reicht mir das auch. Das wird sowieso nicht der Run. Wenn ich mit schwer anfange, da... Ich glaube, ich brauche mindestens Mittel. Ansonsten fange ich da gar nicht erst an, rumzuprobieren, hier den Run zu schaffen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier am Ende vielleicht irgendwie so eine Art Boss kommt oder so. Wir machen gerade ziemlich Überlänge heute. Ich würde auch sagen, nachdem beende ich erstmal die Folge. So. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu The Ultimate Trial. Tschüssi, Leute.